Mist gemacht? Speistegereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Ich glaube irgendwie, ich sollte das irgendwie anders machen. Keine Ahnung, ne? Ich habe auch keinen Plan. Ich mache das jetzt so. Ich habe jetzt gerade festgestellt, das ist alles viel zu verwirrend und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also siehst, fangen wir einfach am Anfang an, ne? Das ist ja eigentlich ganz easy. Bevor wir das aber machen, möchte ich aus Sicherheitsgründen, weil ich ein vergesslicher Typ bin, das mal festhalten, weil mir nämlich was aufgefallen ist. Und zwar, ich habe hier mal die alten Unterlagen rausgekramt, ja, die ich mir damals gemacht habe, ist schon ein Stückchen her, wo ich das gemacht habe, deswegen bin ich ja jetzt so nicht ganz so fit. Und zwar sind hier mehrere Sachen. Also erstens mal habe ich hier irgendwie einen Schaltplan gezeichnet, wo die zwei Wicklungen, wie ihr seht, hier verbunden sind. Also es wäre ja dann der Trafo kurz geschlossen. Das ist aber die Schaltung. Ne? Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir ja, dass der Trafo... also, ein bisschen schlechtes Licht oder was? Dann sehen wir, dass der Trafo über die LED, über die zweite LED quasi angeschlossen ist. Ich habe euch das jetzt mal richtig aufgezeichnet. Ich habe hier auch schon, was ich am Anfang vom Video gesagt habe, Reinabnahme. Ne, ich habe das noch ein bisschen mehr rumgespielt. Ich wollte es einfach nochmal festhalten, weil ich, wie gesagt, bin mir jetzt hier nicht sicher, was ich hier aufgemalt habe. Und zwar, der Unterschied ist, das sind die zwei Wicklungen, ne? Und die zwei Kondis. Und der Unterschied ist, dass die eben nicht hier kurzgeschlossen sind einfach, sondern mittels Dioden, eben mal mit der Diode und mit der getrennt sind. Ne? Also das ist quasi der Schaltplan von diesem Gerät. Mit dem Ding ist es auch irgendwie möglich, da Micha ist mein Zeuge. Ich hatte euch ja am Osten gezeigt, dass wir eben einen abklingenden Sinus, also eben so ein Abteil, wo der nächste Schlag kommt, ist quasi, das soll ein abklingender Sinus sein. Ne? Dann mache ich die, also das ist, wenn ich anklemme, also hier müsste jetzt, das ist auch schon falsch, hier müsste auch so ein Strich sein, wo ich anklemme, wird der Kondi geladen und dann schwingt der LC-Schwingkreis, warte mal, hier der, die Spule mit dem Kondi, schwingt dann so aus, ne, bis null ist. Und danach kann ich entweder hier zwei LEDs leuchten lassen, also man kann da verschiedene Sachen machen. Worum es aber geht, ist, dass man die Schwingung nahezu nochmal macht, wobei man noch wieder die LED leuchten lässt. Ne? Also die LED ist jetzt hier in dem, nicht, müsst ihr euch mal mitdenken, jedes Mal, wenn wir hier einen so einen Abschnitt machen, haben wir auch LED-Leuchten. Ne? So, und ich habe hier aufgeschrieben 6 maximal, 1 Mikrofarad. Ne? Und dieser blaue Kondi hier, ich kann es euch nochmal zeigen, der hat natürlich jetzt kein Mikrofarad, der hat 0,47, ja Mann. Na gut, hatte ich jetzt 2 mal 0,47, ne? Jetzt muss ich mal gucken, habe ich euch jetzt Müll erzählt? Diese geht schon wieder los. Zu lange her, aber bei dem war es eben, genau. Die Schaltung hat ein U. Ne? Auf jeden Fall ein U sind zweimal dieselben Kondensatoren. Im Grunde genommen dieselbe Schaltung, plus eben noch diese Reihenabnahme. Ich wollte es einfach mal festhalten und da ist mir aufgefallen, ich muss mal von Grund auf anfangen. Ja, wenn es eh ein bisschen länger wird, ne, dann kann ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Also die... Warte mal, hier habe ich... Ich zeige euch einfach jetzt mal meine Zettel, ich so richtig blicke ich auch nicht mehr durch. Genau. Die Grundüberlegung ist dann... Wartet mal, da muss ich echt, glaube ich, mal das Grund... Nee, wir machen das anders. Wir fangen mit dem Grundexperiment mal an. Ne? Also das Grundexperiment ist eben ein LC-Schwingkreis, eine Spule und ein Kondensator. In meinem Fall jetzt ein ungepolter, ne? Oder AC-Kondensator, sagen viele. Die blauen Dinger also hier, die haben kein Plus und Minus. Ne?
Und ich habe dann, ihr kennt ja mein Chaos, ne, wenn meine ganze Bastelkammer, mein ganzer Tisch hier voll Müll ist mit 10 cm hoch, habe ich damals Schwingungstests gemacht, eben mit einem Kondensator und einer Spule. Und wo ich fertig war und alles abgeklemmt habe und mit meinem Ostsee gemessen habe, ist ausgeschwungen etc., da geht ja niemand davon aus, dass da noch Energie drin ist. Und ich greife irgendwie in den Haufen, sage ich mal, in meinen Elektrohaufen, weil ich irgendwas rausholen wollte. Ich hatte, wie gesagt, alles ausgeschaltet, Schaltung war ausgeschwungen. Und ich greife da irgendwo ran und kriege übelst eine geflattert. Und ihr habt ja die Spannungen gesehen, dass ich hier mit 3,2 habe ich am Labornetz, vorhin haben wir mit 1,2 Volt darum gespielt. Und das ist so. Der eine oder andere, da wird ja auch schon mal eine geflattert gegen, ja, mit vom Strom und so, auch wahrscheinlich nicht vom Bedini oder Back-EMF oder etc., weil, keine Ahnung, da kannst du über 100 Volt machen, ist aber jetzt mit Vorsicht zu genießen, die Aussage bei den Back-EMF, ohne dass du eine Gewicht kriegst. Da hatten wir auch schon viele Videos vor Jahren gemacht, Strom ohne Sterben, ne? Aber will ja keiner, egal. Auf jeden Fall, es hätte nach meinem Verständnis oder jetzt nach den jahrelangen Basteln, hätte dann keine Energie mehr drin sein dürfen. Und schon gar nicht so viel, dass ich wirklich einen Schmerz hatte. Also es war nicht viel weniger wie 230 Volt, wenn du eine geflattert kriegst. Ne? Und da habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Und habe halt meinen Müllplatz ein bisschen aufgeräumt und habe dann festgestellt, das zeige ich euch jetzt auf dem Papier. Ich habe dann festgestellt, dass... Also um 100%, also normal war es so. Ich hatte irgendwie verbummelt, dass ich einen Conti dran hatte und habe noch einen dran gemacht. Und ich blende euch jetzt hier an der Stelle mal ein vom Walter Lewin in eine Quizfrage oder so. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Wo er sowas ähnliches zeigt, sage ich jetzt mal. Vielen lieben Dank nochmal an Achim, dass du mich darauf hingewiesen hast. Also das war halt so, dass ich sage jetzt mal, hier Plus angelegt habe, hier Minus. Hab hier, ich zeichne euch das jetzt mal, also das ist unser Ostsee. Und ich habe die Bilder auch noch auf dem Handy, das habe ich damals mit Micha, muss ich an der Stelle auch einblenden. Hab eben, ja, hier Plus und Minus drauf gegeben. Den Conti denken wir uns ja jetzt mal weg hier, ne? Das wusste ich ja nicht. Und hab hier mit dem Oszilloskop, ich glaube, das macht man so, zeichnen wir das, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, hat noch nie ein Ostsee. Ne? Egal, auf jeden Fall Ostsee-Proben an Plus und Minus einfach. Und ganz normaler Schwingkreis, ne? Da habt ihr ja irgendwo dann einen abklingenden Sinus. Wahrscheinlich hier noch mit einem Einschaltpuls, der höher ist, ne? Das haben wir ja, das habe ich ja hier angedeutet, seht ihr dann auch nochmal in den Ostsee-Bildern, die ich hoffentlich jetzt, die blende ich ein. So. Und dann ist ja der Käse eigentlich vorbei, ne? Wenn du sagst, hier ist 0 Volt, dann müsste ja, ich mache jetzt hier mal so eine gestrichelte Linie, einmal schwingen, deswegen habe ich das Schwingstufe genannt, weil es eben mehrere Stufen hat, dann müsste ja die Energie jetzt weg sein. Ne? Und das Ding ist aber, die Energie, nahezu die Energie, ist verpolt in dem Conti. Ne? Also das ist dann Plus und hier oben, obwohl es verbunden ist, ist dann Minus. Und wie gesagt, es ist ja, also damals habe ich jetzt nicht den Conti beachtet, ich habe es dann selber gemacht mit 1 Mikrofarad. Oder wie ihr gesehen habt, 0,4. Das ist aber, sag ich mal, bei dem Aufbau, die Güte von meinem Schwingkreis ist sowieso Schrott, Jungs. Ne? Also hier ist nichts berechnet etc. Ich vermute, dass man das hier noch wesentlich besser machen kann. Rufe ich auch dazu auf, jeden, dass man hier mal einen Schwingkreis, der nahezu Güte 1 hinkriegt. Ne? Dass dann der Verlust weniger wird, die Schwingung auch länger, ne? Ist klar. Und ja,
jetzt kommt halt das Lustige. Das Problem ist, bei dieser Schaltung, das in, wie soll ich denn das sagen, in Echtzeit oder so, also es ist möglich, das zu messen, aber sau schwierig, weil wir ja parallel hier die Kondis haben. Na, also in dem, also meines Verständnisses nach, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, beim Moment des Ausschwingens haben wir instant auf jeden Fall haben wir hier eine Ladung drin, aber nur die Ladung geht ja gleich wieder verloren, weil die ja selber wieder schwingt mit der Spule. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Also, das ist ein bisschen tricky. Das kann man so einfach gar nicht zeigen, sag ich mal. Und deswegen gibt es eine ganz einfache Methode. Also, wenn wir jetzt, das machen wir jetzt danach. Wenn wir das jetzt hier in Nanosekunden machen könnte, gibt's, ich hatte euch ja das gezeigt hier mit der LED-Reihenentladung. Ich mache jetzt mir RST, ne, Reihenschwingstufe, also die Entladungsform, nenne ich jetzt einfach mal so, keine Ahnung. Und normalerweise ist es so, wenn wir es schaffen würden, kurz nachdem die Schwingung hier abgerissen ist, müssen wir hier, ich tue das jetzt mal gestrichelt einzeichnen, haben wir einen Schalter hin, müssen wir hier einen Kurzschluss machen über den Kondi. Und dann schwingt die wieder. Aber dann ist es verpolt wieder. Ne? Also es tut sich immer einmal rumpolen. Warte mal, ich glaube, ich habe das auch für meinen alten Aufzeichnungen irgendwo. Genau. Oder? Na, hier oben ist Minus und hier ist dann Plus. Na? Also das Pult, warte mal, hier habe ich noch, hier steht Theorie, oh mein Gott. Na? Ihr habt da die zwei Kondis, das war das, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Und dann kannst du das, hier seht ihr das auch nochmal, ne? Das ist immer diese Schwingenfrequenz, eine Sequenz, sag ich mal. Das lassen wir jetzt mal weg hier, aber hier einmal dass wir die Drehrichtung haben, es kommt wahrscheinlich schon drauf an, links, rechts, Spule, ne? Denke ich mal, auch beachten. Und dann habe ich hier an, aus, und hier seht ihr, ist verpolt. Ne? Und ich hatte es am Anfang eben mit Kurzschluss noch gemacht, dass wenn du schnell genug bist, kriegst du dann eben, ich sage es mal, die zweite hin. So. Aber das ist halt absoluter Wahnsinn. Das ist dann, da müssen Mikrocontroller oder sonstiges her. Und dann eben, was ich hier aufgezeichnet habe, was ich euch jetzt dann nochmal einblende, habe ich es so gemacht, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich muss mal gucken, ob es da noch ein Video gibt, ob ich da irgendwas aufgezeichnet habe. Mich aber auf jeden Fall dabei. Ich habe entweder das mit Kurzschluss gemacht, und ihr könnt aber auch, wenn ihr die Polung hier beachtet, einen Verbraucher nehmen. Ich sage jetzt mal eine LED. Ja gut, man könnte. Pass auf, wir machen das ganz einfach. Der Schalter, wir machen jetzt mal hier so einen Kreis und gehen hier runter und zeichnen das jetzt einfach mal anders. Ich zeichne den Kondi jetzt mal mit ein. Ne, also hier geht es weiter. Der Kondi ist das jetzt hier. So, und anstatt einen Kurzschluss zu machen, ist es möglich, die LED, sieht man jetzt nicht so schön, tun wir es mal hier aufs Weiße, die LED, mit der LED das zu machen, den vermeintlichen Kurzschluss. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr müsst dann immer, ich sage jetzt mal, wenn die LED so rum drin ist, und da können die so rumgebullt ist, dann braucht ihr noch eine LED oder pull die halt mit der Hand immer um und du damit eure Entladung machen. Ich tue das jetzt mal hier als antiparallele LED einzeichnen, wobei das nicht, wahrscheinlich nicht funktioniert. Vorsicht, ne? Weil die ja im Betrieb den Kondi wieder entladen würde. Also es muss im Wechsel sein. Nee, das müssen wir trennen hier. Na, jetzt habe ich das schon gezeichnet. Ne? Also das ist jetzt, wir machen hier Punkte. Die sind aber nicht verbunden, müsst ihr euch das mal vorstellen, sorry. Ne? Also es muss ja wie ein Umschalter sein, weil sich ja immer die Polung ändert, sonst leuchtet ja die LED nicht.
Wenn nicht, macht es erstmal mit dem Kurzschluss. Einfach hier einen Kurzschluss drüber. Und dann schwingt die Schaltung, wie gesagt, nochmal. Ne, ihr habt dann die erste anschalten. Dann macht er hier Kurzschluss oder LED-Entladung, irgendwas. Und dann kommt die zweite Schwingung. Und das habe ich manuell hier mit der Schaltung, bevor ich die jetzt auf Reihenschaltung umgebaut, das war dann ein weiteres Experiment, habe ich das per Hand gemacht. Also es geht per Hand sechsmal, aber wie ihr seht, es ist ein, also insgesamt wird die höchste Amplitude, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben hier angefangen, wir haben hier angefangen an fast Maximum und ein bisschen unter Minimum, jetzt einfach mal ne, eine Hausnummer, dann wird es eben so, das wird immer weniger. Also zumindest bei der Schaltung hier. Ne? Jetzt beim dritten ist wieder weniger. Also wie so ein, ja, wie so ein Trichter. Ne? Aber wohl bemerkt, die ist nichts abgestimmt, nichts einfach nur mal zusammengebaut. Wenn man jetzt die Güte des Schwingkreises erhöht, sollte das ja flacher werden. Und wir können ja jedes Mal was abnehmen. Wie oft das dann geht, keine Ahnung. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also das Grundding ist nicht sehr kompliziert. Damit man das jetzt alles statisch mal sehen kann, deswegen habe ich dann auch die LEDs, dass man eben sieht, wann entladen wird, wie das gepolt ist. Ich empfehle euch, die LEDs sind hier, wenn man sieht, hier schwarz markiert. Markiert euch ein Minus, sonst wird er wahnsinnig. Dioden habe ich hier, ich glaube 4007 oder 4001, was halt rumlag. Das ist nichts Besonderes. Ne? Einfach Diode. Wenn ihr da bessere habt, hier gehen wir nochmal über die Diode. Ist ja jeweils hier eine und die andere ist hier. Ne? Hier ein Schaltplan. Jeweils vor der LED ist ja nochmal eine Diode. Hier ist die zweite. Ich habe echt scheiß Licht irgendwie heute. Was ist denn heute los? Na egal. Auf jeden Fall gehen ja hier auch nochmal 0,7 Volt ungefähr verloren. Also ihr könnt, hier gibt es noch viel zu optimieren. Ich habe das jetzt so weit getrieben, Jungs. Ne? Und den Rest, da rufe ich euch dazu auf, dass wir da mal noch ein bisschen forschen, sage ich mal. So, statisch. Wie können wir das jetzt zum Verständnis uns, ja, eben statisch machen, dass wir eben hier mal in Ruhe messen können und etc. eben diese verschiedenen Stufen durchzugehen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Da kommt die zweite Diode ins Spiel. Und zwar die Grundschaltung war ja wie gesagt ohne Diode. Das heißt, das ist nur der Trafo. Wie gesagt, das kann über eine Spule eine Wicklung sein. Es muss kein Trafo sein. Und zwei Kondensatoren ohne Diode. Das zeichnen wir jetzt mal ein. Das ist unsere Spule, Trafo, whatever. Also was auch immer. Und dann kommen unsere zwei Kondensatoren daran. Natürlich wieder richtig scheiße gezeichnet. So, und zum Verständnis. Ich habe das jetzt hier nacheinander gezeichnet. Hier habe ich es euch schon richtig gezeichnet. Hier habe ich die Kondis nacheinander. Ich würde sagen, zum Verständnis zeichnen wir es einfacher. Das ist vielleicht, wenn ich recht habe, besser zu verstehen ist. Und zwar sehen wir, dass im zweiten Kondensator ja die Dioden mit dem Balken auf den ersten gehen. Also könnte man ja auch den Kondi so einzeichnen. Also die Diode und den Kondi auf der anderen Seite. Da ist es vielleicht ein bisschen logischer. So, und ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt die Stufe 1 haben, legen wir hier Plus an. Und hier Minus. So. Dann schwingt das aus. Und dann haben wir in dem Kondi verpolt gegenüber dem hier Minus und Plus. Also das ist jetzt keine LED hier, das ist nur eine Diode. Ne? So, jetzt der Kondi geladen und jetzt machen wir hier einen Kurzschluss. So. Beziehungsweise, jetzt habe ich es ja offen, da können wir das als 1 und bei der 2, ich zeichne es jetzt nochmal schnell, nicht so schön, haben wir hier Kurzschluss über den Kondensator
Jetzt habe ich die Diode vergessen. Und jetzt, wenn wir den Kurzschluss gemacht haben auf der Seite, ist am Eingang in der zweiten, haben wir dann hier oben Minus und hier Plus. Ne? Also ihr müsst dann ziemlich schnell sein, wenn ihr dann immer die LEDs, müsst ihr halt immer umpolen. Ne? Müsst eine LED haben markiert, am besten. Und müsst euch immer merken, wie rum ihr sie jetzt in dem Moment anklemmen müsst, solltet. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Macht es euch so, die Leitung hier unten ist ja immer kontaktiert mit Beten. Ne? Ihr müsst eigentlich bloß überlegen, was ist jetzt auf dieser Leitung. Und dann macht ihr euch eure Entlade-LED, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die richtig rumgezeichnet ist. Ja gut, ist eh egal. Ne? Muss ja eh immer umpulen. Dann musst du die einmal gegen den Plus, ne? Kurzschluss oder was entladen. Oder umdrehen, dann gegen den Minus. Oder auf der Seite. Und dann kannst du immer hin und her machen. Also wie gesagt, ich habe 6 Mal geschafft. Ne, also beim 3. Mal ist es dann, kann man sagen, ja, ist wieder Ausgangssituation. Oh, jetzt überblendet es, ne, wenn ich mal was zeichne. Dann haben wir quasi hier wieder Plus und hier wieder Minus. Ne? Und deswegen habe ich das Schwingstufe genannt. Weil es eben ja in der ersten Stufe ist verpolt, sag ich mal, und in der zweiten eben, in der zweiten verpolt, in der dritten ist dann wieder Ausgangsdings. Deswegen habe ich hier auch bloß, ne, ich wollte das wissen und dann habe ich es nicht mehr aufgezeichnet, weil war mir ja dann klar. Und in diesem Zustand, also in diesem ersten Zustand, könnt ihr tatsächlich messen. Ne? Also ihr gebt, auf, ich nenne das K1, hätte man vielleicht noch hinschreiben müssen. Sollten halt gleich sein, damit ihr da signifikante Ergebnisse habt, damit ihr dieselbe Ladung habt, also dieselbe Energie. Ihr gebt halt hier die Spannung drauf und dann fängt ihr das, also ihr ladet den Conti und die Spule, wenn ihr es einfach so macht. Ne? Wenn ihr jetzt das trennen wollt, müsst ihr hier einen Schalter noch reinmachen. Ja, blöd gezeichnet, ne? Dass ihr nur den Conti laden könnt, alles abklemmen, dann einschalten, dann schwingt das und dann ist der Conti geladen. Ne? Dass ihr, weil sonst ladet ihr hier die Spule noch mit und das ist ja auch ein Energiespeicher. Ne? So, und dann ist das, wie gesagt, verpolt hier drinne. Also der Schalter bleibt dann geschlossen, der ist nur zum Starten, das. Ne, ja, auch mal zum Ausmachen, vielleicht kriegt es da einer hin, dass hier sich aufschaukelt oder so, dass es andersrum geht, das wäre ja lustig. Ne? Und in diesen Zuständen jetzt könnt ihr auch messen. Wie ich aber euch im Video vorher gezeigt habe, ihr müsst schnell sein und dürft auch nicht das Messgerät permanent dran lassen. Weil die Kondis, da ist ja nichts drin. Also ihr könntet das eventuell auch mit Elgos machen, das weiß ich nicht. Aber dann müsste ja die Elgos dann auch immer drehen. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich mit den Kondis das insgesamt einfacher und besser. Ja, und wenn ihr jetzt die erste Ladung gemacht habt, jetzt mal egal ob mit Schalter oder ohne, wenn ihr die Energie messen wollt, müsst ihr natürlich mit Schalter machen. Ne? Ohne habt ihr die Ladung der Spule noch mit. Wenn ihr mit oder ohne macht, ist jetzt mal egal. Die Diode trennt ja diesen Conti vor weiteren Aktivitäten, weil Conti verpolt. Das heißt, nachdem ihr die erste Schwingung gemacht habt, könnt ihr an diesem Conti, wie ich mit, könnt ihr dann messen. Ne? Aber wie gesagt, nicht im Betrieb, weil ein Messgerät, ich zeichne das euch jetzt mal hier in den Kreis, den Conti, und wir haben ja hier einen Kurzschluss gemacht. Und das Messgerät, wenn wir jetzt mal innen reingucken würden, ist ein Widerstand drin. R, ein Messwiderstand, und der entlädt euch beim Messen halt den Kondensator. Ne? Deswegen, weil die so klein sind, die Dinger, da ist ja kaum Energie drin, sind die halt auch ruckzuck leer. Das sind nur keine neuen und so, wahrscheinlich bei euch ist es wahrscheinlich besser. Ne? Also nicht im Betrieb messen, sondern deswegen ist die Diode drin. Da könnt ihr in Ruhe da messen, noch Mühe Zeit. Ich habe hier 2 Sekunden steht, ihr habt es vor uns im Video gesehen, dass der Ausschlag am Ostsee
hier war ein paar Sekunden nichts und dann kam der, also die zweite Dings, ne? Also ein paar Sekunden habt ihr zumindest bei meinem Aufbau, ihr seht, absolute Katastrophe. Ich empfehle euch, das nicht auf Platine zu machen. Das ist natürlich auch wieder eine Ansage, ne? Also nicht auf so eine Lochraster fertig Ding. Wenn ihr euch selber eine anfertigt, dann eventuell, ne? Weil das Problem ist, der Effekt ist hier schlechter als hier. Und ich vermute, dass es an den Kapazitäten von der Platine bla 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 liegt. Also es hat sich gezeigt, ich hatte die Schaltung dann auch nochmal auf dem Steckboard gemacht. Es funktioniert, ja, aber da ist es wirklich wesentlich schlechter zu sehen. Also das Steckboard tut irgendwie, keine Ahnung, Energie klauen oder Kapazität, was weiß ich. Ne? Es ist halt nur, es ist alles Puppenstube hier, ne? Die dann nur wieder LEDs leuchten lassen. So, im Grunde genommen war es das schon. Ne? Hier ist diese Schaltung, also hier zum Beispiel der Schalter, das ist der hier, ne? Das ist im Grunde genommen die Schaltung hier. Ich habe dann bloß am Ausgang, um es einmal zu zeigen, den konnte ich dann mit dem, mit der LED entladen. Jetzt müsste ich euch ja noch zeigen, das mit dem Kurzschluss, ne? Ha. Na, pass auf, ich versuche das mal aufzubauen. Ich hoffe, das ist hier, wenn ihr da noch Fragen habt oder so, baut selber auf und erklärt es euch selber. Ich raff's auch nicht so ganz. Ne? Keine Ahnung. Also meiner Meinung nach durfte das nicht sein. Gut, ich probiere das jetzt euch mal noch mit dem Kurzschluss zu zeigen. Und ja, das war's dann, glaube ich. So, also ich zeige euch das jetzt total chaosmäßig. Keine Ahnung. Ich krieg's nicht besser hin, Jungs. Vielen lieben Dank nochmal an Astra fürs Ostsi. Und zwar, ich hatte ja gesagt, wegen dem Kurzschluss. Ne? Ich habe jetzt das Ostsi. Warte mal, damit man es noch einfacher sieht, machen wir das Ostsi jetzt an den Ausgangskondensator, nenne ich das jetzt mal. Ne? An derselben Klemme ist hier das Kabel dran und ich mache dann einfach hier einen Kurzschluss über den Kondensator. Jetzt muss ich mal gucken, dass man die Zeit bisschen langsamer stellen. Ich habe es immer auf eine Sekunde und wir machen eben mal die Schaltung durch, dann durch schnell stoppen. Das Ostsi habe ich jetzt gesucht. Nö. Und dann gucken wir mal. Na, also ich tue jetzt nicht die, wir lassen die eine LED einmal leuchten, dann lassen wir die Ladung drinne und dann machen wir den Kurzschluss. Und dann mache ich gehe mal so, dass ihr es seht. An. Kurzschluss. So. Jetzt machen wir dann mal Stopp. Können wir die Spannung noch ein bisschen einstellen. Vielleicht noch ein Mühe auseinander. So, ne? Also das ist unser Einschalt- oder Losimpuls. Und das ist der Kurzschluss. Ne? Wir machen es jetzt noch einmal ohne Kurzschluss. Dasselbe. Und ich tue den, ja, diese reine Entladung nenne ich, habe ich das genannt, ne? Machen wir jetzt einfach nochmal. Läuft, ich stelle wieder auf eine Sekunde. Ich tue wieder ein bisschen Schatten machen. Zack. Jetzt machen wir hier die Verbindung. Zack. Und warten wieder kurz. Machen die Spannung wieder. So. Also ihr seht, ob ich jetzt das halt mit Kurzschluss mache über den Kondensator oder ja, die Ladung in den zwei LEDs verbummel, das ist im Grunde genommen dasselbe. Ne? Also ihr könntet euch das auch... Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Statisch machen, dass ihr die zweite, also den Kurzschluss über dem Kondi könnt ihr natürlich auch mit einer LED machen, ne? Das ist natürlich klar. So, ich habe mir überlegt, wir machen es jetzt doch noch einfacher. Ich habe jetzt mal die LED, die zweite, abgezwickt, dass wir jetzt nur noch, wie dieses geschmierte Schaltbild zeigt, eine Spule, ne? Eine Seite vom Trafo, die andere ist nicht angeklemmt. Dann kommt der Kondensator, dann die Diode und wieder Kondensator, jetzt habe ich die LED noch vergessen.
Ja, hier ist noch eine LED drin, ne? Die rote, die sieht man ja. Hab ich vergessen einzeichnen. Ja, moin. Genau. Und Ausgangsbedingung ist, wir gehen hier auf diesen Kondi K1, sage ich mal, mit Plus und Minus vom Labornetzteil mit 3 Volt. Ne? Und wenn wir das tun, wir gucken kleiner mal mit Ostsee, ich will euch bloß mal was Interessantes zeigen, dann muss ich nämlich Licht ausmachen. Und zwar den Plus klammern wir jetzt schon mal an vom Labornetzteil. Und jetzt ist, wie ich euch gesagt habe, ne, ich muss ein bisschen... Ja, ein bisschen Schatten machen, ran, leuchtet und mit Kurzschluss hier leuchtet nochmal. Das Interessante ist aber, wenn hier sieht man jetzt schon mal, dass das doch ein bisschen Bums hat. Passt mal auf. Ich baue mal die Kamera auf. So, und zwar ich lade den, oh nein, ich lade den jetzt ein paar Mal. Ich habe den Blitz gesehen. Also machen wir mal. Seht ihr hier die Klemme hier, ne? Ich mache mal 1, 2, 3. Jetzt muss ich selber mal aufs Video gucken, ob ich sehe. 1, 2, 3, egal jetzt, ne? Das ist ein ordentlicher Blitz, Männers. Ne? Also krass, dass die LED das überhaupt aushält. Jetzt machen wir mal Strom wieder an. Licht wieder an. Und jetzt gucken wir uns diese einfache Schaltung, sage ich jetzt mal, nochmal mit dem Oszilloskop an, weil leider hängt mein Oszi an der Lampe mit dran. Wenn ich die ausmache, ist eben auch mein Oszi aus. Lassen wir es kurz hochfahren und verbinden schon mal den Minus mit dem jetzt noch vermeintlichen Minus. Ne? Und wir gucken uns das jetzt nochmal mit dem Ostsee an. Ich stelle wieder auf eine Sekunde so ein bisschen. Ach, warte mal, ich mache diesmal sogar. Wenn wir zwei machen? Ne, wir lassen eh eine Mittelbild Gas geben. Ne? Also, ihr habt es ja jetzt vorhin gesehen. Wenn ich jetzt hier mit Minus rangehe, leuchtet eben kurz die LED. Dann passiert erstmal nichts, weil der Kondi geladen ist. Und den können wir dann mit Kurzschluss mit dem grünen Kabel entladen. Zack. War jetzt zweimal und dann zack, entladen. Das zeigt es aus die gar nicht an. Hm, man könnte ja auch den Messkopf ranmachen. Ne? Okay, nochmal. Sorry, ich tue jetzt hier nochmal entladen, dass hier nicht drin ist. Immer ran. Klack. Und entladen. Klack. Machen wir Pause. Ja, so, das ist wieder Unterbrechung. Und wie wir sehen, ist jetzt, das ist der Einschaltpuls und dann hier der kleine Ausschaltpuls, sag ich mal. Weil eben Kurzschluss, ne? Wir können das jetzt nochmal probieren, dass man es ein bisschen besser sieht. Dieser ein bisschen größere Funke, da muss ich es ein paar Mal laden, ne? Ich lade jetzt ein paar Mal schwingen lassen. Und dann, wenn die LED nicht mehr leuchtet, kannst du sagen, es ist der Kondi voll. Zack. Ah, okay, das war jetzt zu oft. Nummer 1, 2, 3. Zack. Ach so. Jetzt können wir das wieder nicht messen. Weil das ja ein anderer Stellungsgleise ist. Ha. Warte mal, können wir das auf dem zweiten Kondi allgemein messen? Moment. Also, 1, 2. Ah, okay. Sorry, Messprobe falsch. Jetzt müssen wir noch mal kurz machen. Also, wir laden jetzt dreimal. 1, 2, 3. Zack. Pause. Dann gucken wir die Spannung. Ne, das waren unsere drei Ladepulse. Und dann der Endladepuls. Übrigens 5 Volt pro Kästchen hier. Ja. Also Osti sagt auch, es ist über 10 Volt. Wobei er sich auch mit 10 Volt angeblich reingehen. Ne? Hm. Genau. Gut. Ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen und dann gucken wir uns mal mit dem Multimeter die Sache an, weil wahrscheinlich werden einige kein
Ostsee haben. Und ja, der Vollständigkeit halber. Also er geht dann Minus, bleibt. Und er geht einfach mit dem Plus an die, ja, an den zweiten Conti. Also die Messproben waren jetzt, warte mal, die zeichne ich euch noch schnell ein. Und dann gibt es Essen hier und hier. Ich glaube, das eine macht man 0, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Wer so, haut mal in die Kommentare, ich muss es zeichnen. Ich gucke jetzt nicht. Na, aber der Funke ist schon krass, oder? Und das ist der Funke. Schön, dass jetzt nochmal, wo, den ich abgekriegt habe, weiß nicht, ob ich feuchte Hände hatte oder keine Ahnung, ob Lötfett oder was weiß ich, irgendwas Leidendes am Finger. Und habe halt den Kontakt gemacht, ne? Und habe einen Kurzschluss, was ich euch am Anfang erzählt habe, ja, übelst ähnliche Fleder gekriegt. Und hier habt ihr es jetzt mal so grob gesehen, wobei das Ostsee auch wieder ja, einen geringen Messwiderstand hat. Also es beeinflusst es kaum, aber auch entlädt auch den Conti. Ne? Gut, wir machen es jetzt dann gleich nochmal mit dem Multimeter. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal alles abgeklemmt, nur dass ihr das mal seht. Wenn ich jetzt hier rangehe, haben wir wie vorhin, dass die erste LED leuchtet. Und ich hatte euch ja gesagt, dass man das auch mit Kurzschluss über den Conti machen kann. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich lade jetzt den Conti hier mal ein bisschen auf. Mehrfach, ne, das schön funkt. Dann machen wir Kurzschluss. Zack, durch die LED. Jetzt könnte man ja noch sagen, das liegt an der Plusklemme zum Labornetz. Da. Jetzt muss ich das ein paar Mal probieren. Das geht nicht immer. Ah, Gott im Himmel. Ey. Kann das Scheißkabel mal halten? So, paar mal ran. Ab. Kurzschluss. Zack. Habt ihr es gesehen, ne? Ich versuche es jetzt nochmal. So lange, bis die LED nicht mehr leuchtet beim Dings und dann. Na, jetzt ging es wieder nicht. Ich glaube, ihr habt es ja schon gesehen. Zack. Ich hoffe, das war jetzt auf Video drauf. Ne, also nachdem wir es schwingen lassen haben, ist der Conti noch geladen. Und, ach ja, da wollte ich, ich zeige euch mal noch die Spannung. So, ich habe jetzt mal das Multimeter hier an dem Ausgangskonti, wo wir dann den Kurzschluss machen. Und wenn ich jetzt einfach mal so rangehe, ne, haben wir hier, können wir mal 14 Volt, 13, also jetzt mit Messgerät dran, ne, ihr seht auch mal, wie schnell das fällt. Und jetzt tun wir mal die LED überbrücken. Die brauchen wir ja eigentlich nicht, hatte ich euch ja gesagt. Die hatte ich nur, um das visuell anzuzeigen, dass jetzt hier Strom reingeht. Ne? Normalerweise wird das jetzt so aussehen, ne, dass man eben nichts sieht, wenn ich hier rangehe. Aber guckt mal hier. Ne? 40 Volt. Also die LED begrenzt das, oder also, ne? Wie ich euch gesagt habe, das ist nur zum Anzeigen. Wenn ihr das ohne die LED macht, nur mit der Diode, habt ihr hier wesentlich mehr Spannung. Ne? Ich gehe jetzt ein paar Mal ran, zack, haben wir über 40 Volt. Gut, jetzt machen wir nochmal den Kurzschluss. Ne, mal so zwei. Ja gut, mit Messgerät fällt es halt schnell. Machen wir nochmal ohne. Man hört es jetzt. Ne? Und das Krasse ist, ich mache jetzt nochmal das Licht aus. Die LED ist ja so gesehen jetzt mit der schwarzen Klemme hier überbrückt. Ja, seht ihr jetzt natürlich nicht. Jetzt tun wir mal laden und entladen. Nicht geklappt, nochmal. Vor uns hat es. Mache ich voll mal. Okay, jetzt geht's nicht. Vor uns ging es das denn, die Rute hier auch. Doch? Habt ihr gesehen?
Das ist wieder. Doch, jetzt. Ne? Also mit dem Kurzschluss, ich mache jetzt nochmal das Licht an, dass man das wirklich genau sieht. Mit dem Kurzschluss, den ich hier gemacht habe, einfach über den Kondi, leuchtet die LED nochmal kurz. Obwohl das Kabel über der parallel ist. Ne? Also die ist eigentlich außer Kraft gesetzt und hat ja auch eine höhere Durchbruchsspannung wie unser Kabel. Dennoch ab und zu leuchtet sie. Genau, und dieses Leuchten könnte man theoretisch in den ersten Kondi wieder laden. Oder ihr dreht einfach die Schaltung, wenn ihr jetzt, pass auf, wir machen es jetzt nochmal ab und gehen nochmal mit dem Multimeter hier ran. So, wenn ihr jetzt die Schaltung, wir lassen das jetzt eben mal schwingen, ihr seht hier 0 Volt, eben mal an, klack, und haben jetzt hier über 9 Volt gehabt, ne? Wie gesagt, fällt ziemlich schnell wegen Messgerät. Wir können sie jetzt noch mal ohne machen. Zweimal. Und jetzt ran, dran. Über 40 Volt kurz. Ne? Und jetzt könnte man, uns hat eine LED geleuchtet, ne? Nicht vergessen. Jetzt könnte man die Schaltung quasi eben mal umdrehen. Ne? Weil das jetzt, hatte ich euch ja erklärt, dass das verpult ist. In dem zweiten Kondi. Ne, wenn ihr das jetzt nochmal machen wollt, müsst ihr quasi den Kondi wieder hier hin als Ausgangspunkt und umdrehen. Ne? Wo? Großen und Ganzen war es das schon. Ich kann es euch jetzt schön hier, ich will es euch wirklich nochmal zeigen, dass die LED, ich denke, man hat es ja nur schon gesehen, ne? Aber wenn ich jetzt einfach mal so rangehe, immer wieder nur 20, oh, jetzt hat man sogar 40, sagen wir mal 30, ja, um die 30 Volt, ne? Wenn ich jetzt hier, ich tue jetzt hier immer so rantippen, nur. Ist jetzt aber wie gesagt mit LED, sagen wir 25, 30 Volt. Und wie gesagt, wenn wir jetzt die LED überbrücken, müsste mal wieder ein bisschen mehr drin sein. Ne? Schauen wir es nochmal. Noch eine richtige Klemme. Ja, jetzt sehr viel höher gedacht. Da waren kurz mal 60. Ne? Hast du gesehen? 60, 40, 50, 48. Wenn ich es schnell mache, ja, über 50. Ne? Ah, die LED begrenzt das, nimmt was weg, das kann, also ja, die ja, nimmt halt was weg, ne? Die braucht auch was. Genau, also ich denke mal, da haben wir das, dass man den mit 3 Volt Eingang wohl bemerkt, aber wir laden die Spule unkondensator. Normal müsste es dann immer der Hälfte werden pro 1 mal drehen, ne? Genau, ja gut. Und jetzt gucke ich selber noch mal, wie ich das mit der dritten Wicklung hier, ich habe mir ja den Schaltplan gemacht, das gucke ich mir jetzt selber nochmal an. So, ich habe jetzt mal das Ostzi wieder angeklemmt mit 2 Tastköpfen. Minus jeweils ein Minus. Plus an dem einen Kondi und plus an dem anderen Kondi. Wow, jetzt fällt fast schon alles runter hier. So, was wir jetzt machen, ich will euch mal was zeigen. Also wir laden die Schaltung und entladen die LED gegen Minus. Ja. So. Zack, LED leuchtet. Und einmal die. Ne? Das halten wir uns jetzt mal an. Und gucken uns das mal kurz an. Das Blaue ist der Eingangskondi, sage ich jetzt mal, und gelb, seht ihr ja, ist geladen, der Ausgangskondi dann. Ne? Und wenn wir das jetzt machen, bei dem blauen, der jetzt nach unten geht, das ist ja unser Startimpuls, leuchtet die rote LED. Und wenn ich jetzt gegen Minus entlade, das ist dann der gelbe Strich, der jetzt hier dann nach oben schnalzt, passiert auf der blauen Linie nichts. Ne?
Jetzt machen wir dasselbe nochmal gegen Plus, glaube ich. Genau, statt. Zack. Zack, klappt natürlich nicht. Ich lade es mal ein bisschen mehr. Genau, dann sieht man das. Okay. Ich muss, glaube ich, schneller sein. Wir machen es jetzt noch mal ohne, dass wir messen. Ich lasse es einfach mal laufen. Also ich mache mehrfach ran, es leuchtet die LED. Wenn ich gegen Minus gehe, leuchtet nur die LED. Okay? Selbe nochmal. Wenn ich gegen Plus gehe, alle beide. Das habe ich jetzt so gemacht, dass ich an den Plus, wie gesagt, einfach hier das nochmal umgedreht, die LED, und da ein Plus gehen. Ne? Hier seht ihr die Klemme. Mit der gehe ich einfach, ich überbrücke das quasi, also an die Parallel sozusagen. So, jetzt machen wir das nochmal. Laden gegen Minus, Laden gegen Plus. Ah, ich glaube, jetzt sieht man es schon. So. Ich tue jetzt mal den ersten Kanal, den schieben wir uns jetzt mal, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen höher, dass wir das mal sehen. Also beim ersten Mal gegen Minus ist hier das Einschalten, dann wird der Ausgangskonti geladen und hier entladen wir den Konti gegen Minus und alles ist nahezu auf Null. Ne, das ist das, der erste Teil, das erste Mal. Und beim zweiten Mal haben wir dasselbe am Anfang. Auch wieder der Ausschlag nach unten hier, ne, wie blau, wie hier. Und dann den gelben Konti geladen. Und wenn wir jetzt aber entladen, guckt mal, da haben wir hier oben wieder ein Mü. Ne? Und das, wenn wir jetzt mal gucken, ihr seht das ja hier. Na gut, ich gehe mal näher ran. Der zweite kleine Strich, warte mal, kann ich das? Ist ja jetzt 1 Volt pro Gestell, also 1 Volt und hier auch 1 Volt, ne? Ja, keine Ahnung, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich drehe jetzt mal alles wieder auf. Ich kann ja hier drücken, dann habe ich 0. Genau. So, und jetzt, oh doch, machen wir folgendes. Jetzt tun wir den ganzen Strom aus dem Konti über die Wicklung, über die zweite, von dem Travo leiten, ne, was ich hier so in Reihe entlade oder was. Also. Oder wir machen, ja, wir machen es jetzt einfach mal so. Zack. Huch. Jetzt bin ich schon zweimal rangekommen. Okay. Ich tue nochmal entladen. Ah, ist nicht ganz entladen. Moment. Jetzt ist er leer. Also, ran, zack. Ah ne, da muss ich. Warte mal, wir laden jetzt mal ein bisschen mehr. Ich muss jetzt mal gucken, wie, ob das jetzt richtig war. Ne, war es nicht. Ne. Ach, ich bin ein Depp. Na okay. Jetzt habe ich, habe ja die Klemme ist ja hier auf Kurzschluss gemacht. Ich muss mit der Pool geht ja jetzt hier ran. Ich habe einfach gar nichts gemacht im Endeffekt. Ne? Ja, die Klemme geht jetzt immer ran. Wir gehen jetzt an die Klemme. Laden, testen wir mal kurz. Genau. Und dann leuchten alle beide. Machen wir es nochmal. Zack. Zack. So, und jetzt nochmal mit Ostsee. Immer ran. Und zack. Stopp. Ziehen uns wieder die eine ein bisschen höher und hier sehen wir jetzt nur an und nichts zurück. Ne? Also es ist nur der kleine
blaue hier oben, wo wir angeschalten haben. Wir nullen wieder und lassen wieder laufen. Und jetzt machen wir, klemmen wir wie gesagt das nochmal hier an. Machen jetzt nochmal dasselbe, dass es wirklich schon versteht. LED leuchtet gegen Minus. Wo wir weggehen, nicht? Ach, jetzt muss ich wieder verpullen, Entschuldigung. Also nochmal laden gegen Minus, zack. Stopp. Blau, wie ihr seht, also selbe, im Grunde genommen das gleiche Ergebnis. Warum will der jetzt nicht? Also. Und jetzt gehen wir nochmal gegen Plus. Zack. Zack. Huch, hat man jetzt glaube nicht richtig gesehen. Machen wir nochmal. LED leuchtet und beide. Stopp. Den da oben, ja gut, jetzt sieht man es hier schlecht. Jetzt hat er wieder auf 5 Volt gestellt. Sorry. Das ist jetzt. Zeigt das nicht so schön an, ne? Wartet mal. Ich glaube, ich hätte. Machen wir mal 2 Volt pro Kästchen. So, nochmal an. Gegen Minus einmal blinken. Blau macht nichts. Nochmal zack gegen Dings. Alle Beete leuchten und es müsste aber. Ja, ich glaube, ich sehe es schon. Ja. Huch. Hier haben wir jetzt, seht ihr den kleinen blauen Ausschlag. Es ist nicht optimal eingestellt. Also so gesehen. Bei 2 Volt pro Kästchen ein bisschen laden geht halt wieder zurück in den Conti auch, ne? Das ist krass. Bei dem ganzen Vorgang. Und da kommt es halt davon, ob man gegen Plus oder gegen Minus macht. Aber wie gesagt, ne, das ist nur eine Erweiterung, noch ein bisschen rumgebastelt. Normal müsste man jetzt nur den Conti dann da reinlöten. Und drehen. Ne? Ja, gut, das war's. So, ich kann den Unterschied jetzt auch mit dem Multimeter zeigen. Und zwar bin ich auf dem Ausgangskondensator. So, Ausgangskondensator plus minus ist jetzt hier das Multimeter. Und ja, wie gewohnt lade ich jetzt. Jetzt gucken wir erstmal, was jetzt hier passiert. Ne? Wenn ich jetzt lade, kann man es nämlich über den Multimeter sehen. Seht ihr? Hammer. Es blendet wieder, Mensch, Meier. Minus. Naja. Mehrfach mach 40 Volt ungefähr. Ne? Jetzt nur mal Spaß, dass aber die Polung richtig machen, damit man nicht noch mehr verwirrt. So, ne? Also wenn ich jetzt losmache, müsste jetzt hier richtig anzeigen. Genau, jetzt haben wir die richtige Polung. So, und wenn wir jetzt können wir das nämlich auch am Multimeter sehen, den Unterschied. Ich habe jetzt hier die LED mit der Diode zum Entladen und wenn wir jetzt den Conti mal laden und dann gegen Minus die LED leuchten lassen, sehen wir, dass wieder meine Lampe blendet. Wir sind aber, machen wir jetzt so, laden, jetzt LED gegen Minus, ich entlädt halt die LED, Minus. Und die leuchtet, habt ihr jetzt oft genug gesehen, warte mal. Oh, ey, das Licht, ich wäre hier wahnsinnig, Leute. Wie kann denn das so blenden? Das gibt es doch gar nicht. So, ich krieg das nicht besser hin, es ist wirklich so schrecklich, ne? Egal. Also, ran. 12 Volt irgendwas, dann mit der LED gegen Minus. Und 1 Volt oder was bleibt halt übrig, ne? Kann ich auf 0 machen, dann ist 0. Tendenz Minus, wir laden wieder und gehen jetzt noch mal gegen Plus und dann genau hingucken. Es
leuchten halt beide und kurz davor zu wechseln. Warum es jetzt nicht wechselt, ist die LED. Müsst ihr dann ohne LED testen. Ich zeige es euch jetzt mal, dann sieht man es ein bisschen besser. Ich lade jetzt mal ein bisschen mehr, ne, dass das Ding hier voll ist. Jetzt tun wir ohne LED. Zack. Minus. Ne? Ist minus 24 Volt jetzt, what the fuck? Ne, Millivolt, Quatsch. Also machen wir mal. Wir laden, dann ist Plus. Entladen, zack. 0,6, 0,7. Sind dann wieder rum in diesen Konti. Also der Zyklus ist jetzt vereinfacht. Einmal rüber. Ich mache die Entladung und dann macht es noch einmal rüber. Ne? Also es ist quasi, die leuchtet ja nur, wenn es hier reinlädt. Und wenn wir jetzt entladen gegen Plus, gegen Minus hier, dann leuchtet die ja nicht. Ne? Also geht er nicht in den Konti, sieht man aber. Und wenn wir jetzt aber gegen Plus gehen, leuchten ja beide. Und das bedeutet, dass diese Schwingung hier ja wieder läuft. Ne, also einmal an, es leuchtet, wir tun entladen und dann lädt es wieder den Konti wieder verpolt, was ich euch gesagt habe. Ne? Gut, wir könnten jetzt eins machen, das erste nochmal anklemmen. Da müsste ja eine kleine Zeitverzögerung zwischen den zweien sein. Ne? Und das mal gucken, das probiere ich mal, mal gucken, ob es klappt. So, es ist jetzt schon dunkel draußen, ich bin noch voll im Arsch. Ich habe mir jetzt noch, mir ist jetzt noch was eingefallen, wie man es eventuell doch ein bisschen zeigen kann. Den Rest müsst ihr wirklich selber machen. Und zwar Ostsee am Schwingkreis. Ich habe jetzt hier alles mal abgemacht. Nur der Trafo und also eine Spule und Kondensator. Ich tipp eben mal an. Hat nicht geklappt. Jetzt eben mal antippen. Wieder nicht geklappt. Doch. Ich habe die Zeit zu spät eingestellt. Also das ist jetzt... die Geschichte, wir können es ja mal kurz stoppen und ein bisschen reinzoomen. Das ist die Geschichte ohne irgendwas dran, einfach der Schwingkreis. Wir versuchen es jetzt nochmal mit einer Sekunde, das ist nicht ganz so krass, ist die Verzögerung. Ich gehe ran. Einmal. Da kommt er. Unser Puls. Zack. Ne, hier haben wir den abklingenden Sinus. Ja. Das ist Einschaltpuls und abklingender Sinus. Ich mache jetzt tatsächlich noch mal 2 Sekunden, dass ich ein bisschen Zeit habe. Also was ich jetzt mache, wir machen dasselbe jetzt nochmal. Dann klemme ich schnell meine Schaltung an. Die 2 LEDs und mach dasselbe nochmal. Ich hau euch aber mal ins Stativ. Och, ich bin echt fertig, ey. So, ich zeig's euch jetzt hier. Seht ihr, was ich sehe? Dann drücke ich schnell Stopp auf dem Ostsee und dann gucken wir es uns auf dem Ostsee an. Also. Einmal normal. Jetzt, wie gesagt, schnell die Schaltung ran. Dann machen wir dasselbe nochmal. Zack. Und zack. Und stopp. Ich nehme euch jetzt gleich mal mit, nicht dass wieder heißt, ich hab. So. Also das war die Geschichte beim ersten Mal, ne? Wie gesagt, hier oben seht ihr es ja, 2 Sekunden Verzögerung habe ich aufgezeichnet, damit ich das alles aufs Bild kriege. Und mal jetzt mal gucken. Moment. So, jetzt mal klotzen. Also der untere ist nahezu gleich. Und bei dem oberen, naja, wie viel würden das sein?
Messen wir mal, so, was haben wir, ein halber Zentimeter? Ist das mehr wie ein halber Zentimeter? Das ist ja fast ein Zentimeter. Also so wäre die Schwingung normal. So ist es anfänglich normal und dann kommt, wie ich nochmal die Entladung mache. Ich würde es jetzt fast nochmal machen. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser hin. Nicht, dass wir den ersten ungefähr so wie den. Na, ich probiere es nochmal. Naja, ich hänge euch jetzt gleich hin. So, run. 2 Sekunden habe ich, wie gesagt. Jetzt nehme ich das alles nochmal ab. Und probieren wir es nochmal. Ran. Ich habe halt ewig lange vor uns rumgemerkt, weil ich wieder die Klemme nicht rankriege. Ich drehe doch durch. Ran. Zack. Und stopp. Ja, ich denke. Also wir haben jetzt hier, gehen wir mal von der 0 aus. Beziehungsweise 1, 2, 3. Naja, 3, 3 Viertel, 3,5 so. 1, 2, 3. Also der ist weniger. Ist ein Müh weniger, aber dafür haben wir hier noch mal ein Kästchen ungefähr. Also wenn wir das Kästchen jetzt mal großzügig hier drüben hier mit ran rechnen oder ran tüdeln, sagen wir mal 1, 2, 3, ein bisschen muss man abziehen, so 3, dann wären es hier 4. Und hier sind es 1, 2, 3, 1/2, 3 Viertel. Na? Also wir kriegen hier das Stückchen. Also ich würde sagen, es ist 0,5. Ja, nee, das kann man so nicht sagen. Nee, 0,2 ist es dann, oder? Das ist jetzt nicht effektiver wie das, oder? Das ist ein bisschen mehr. Ich habe es glaube ich hingekriegt. Also hier sieht man es, oder? Wollen wir noch einmal? Komm, einmal machen wir noch. Wir können ja auch mal was auf. Ich mache ich jetzt mal. Ich stelle euch mal ein bisschen weiter weg, dass ihr alles Betes drauf habt. Ich kann es dann auch zweimal machen. Mal gucken. Seht ihr wieder meinen fetten Ransen. Ne? So, ist ein bisschen zoomig. Dass wir das Ostseebild auch mit drauf kriegen. Gut, jetzt mache ich das Ganze nochmal, ne, und ihr seht ein bisschen mehr. Okay, Aufzeichnung läuft. Nochmal abklemmen. Ich werde es jetzt hier auch mal anders machen. Ich nehme jetzt auch eine Klemme. Das ist einfach anklemmen können. Ihr habt es ja gesehen, da ist ein bisschen Chaos. Also ich kriege eine freie Energieklemme. Das kommt doch klemmen. Gut. So. Im Grunde machen wir es ja wieder schlechter. Ne? Genau. Jetzt machen wir dasselbe eben, wie gesagt, nochmal. Ich hoffe, ich spüre nicht noch zu viel verdecken. Also. Gehen wir ran, Ausgangsmessung. Ran, Gegenmessung und unser, jetzt sind schon zu lange rum gewesen, unser Blink war aber noch mit drauf. Wo sieht's, ne? Nicht jetzt? Ha! Das meine ich! Ha! Hab ich jetzt so einen Mist gemacht? Na gut, ich würde sagen, zur Sicherheit machen wir das jetzt nochmal. Das kommt mir jetzt selber ein bisschen spanisch vor. Also jetzt haben wir einen wesentlich höheren Ausschlag als was wir die. Also das war ja die Originalgeschichte und das ist jetzt das Gepimpte und eigentlich wollte ich das. Das ist schon krass. 5 Volt pro Kästchen übrigens. Ne? Ja, 5 Volt pro Kästchen. Wir machen es jetzt nochmal, dann zoomen wir schon nochmal ran, da seht ihr es nochmal. So.
Ich will jetzt einfach Kontrolle, ich will selber mal drauf gucken, ob ich da irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Randtippen? Ah, jetzt haben wir einen deutlich höheren Ausschlag, ne? Ich habe mich doch vor uns Blödsinn gemacht. Ihr habt es ja besser gesehen wie ich. Ich mache es jetzt doch mal blind, damit ich so schnell wie möglich bin. Dann. Zack. Und nochmal rein. Nee, jetzt habe ich wieder. Also hier sieht man es jetzt theoretisch. Also das meine ich halt, ne? Aber wieso war das jetzt? Ich mach's jetzt nochmal. Alle guten Dinge sind ja 4 oder 5 oder wie immer. Also. Vergleichsmesser. Ran, Vergleichsschwingung und Nachschwingen. Na okay, jetzt kommen wir andersrum. Ne? Jetzt ist es bei der ersten Schwingung deutlich mehr. Wahrscheinlich bräuchte ich da wirklich einen Taster oder irgendwas in der MOSFET, der immer gleich Stoff schaltet. Ne? Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Jetzt ist es ungefähr gleich. Ja, ja, ist noch ein Müh weniger, aber nicht. Ja, jetzt sieht man es ganz gut. Hier fehlt ein Müh, aber den haben wir hier noch. Vielleicht sogar ein bisschen effizienter. Mit dem Müh mehr mich wundert, warum der Ausschlag jetzt so gering ist. Ich probiere es einfach nochmal. Das liegt aber jetzt nicht an den 2 mm Kabel hier, oder? Ich bin hier eine Spule gewickelt, die hat die Schlüssel mal entfitzen. Aber ich denke jetzt nicht, dass das eine große Änderung macht. Also nochmal. Oder schlepp alles dann mal zusammen. Das läuft, das können wir ja auch mal machen. Also ran, Vergleichsmessung mit jetzt Entladung, und jetzt nochmal Vergleichsmessung mit allem drei dran. Okay. Also mit allem drei dran. Haben wir auf jeden Fall weniger, hier ist auch weniger. Aber hier haben wir das zusammen. Warum ist es, wenn ich. Na gut, ist egal. Wir lassen es jetzt mal so stehen. Ich denke, der Ansatz ist irgendwo rübergekommen, worum es mir geht. Oder was mir eben aufgefallen ist. Und ja, also man darf wohl nicht vergessen, es leuchten ja immer noch die LEDs. Ne? Bei der ersten Variante. Also bei der Variante, gut, das muss man noch dazu sagen, genau, hier leuchtet ja keine LED, ne? Hier leuchtet eben mal die LED und hier leuchten nochmal die 2 LEDs zusammen. So, ich denke, jetzt habe ich es. Ha, sehr schön. Gut.